Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist neblig und es ist Herbst. Und ich habe da noch eine Rechnung mit einem Waldstück offen, wo ich jetzt schon seit einem Jahr fast auch nicht mehr war. Und da dachte ich mir, nehme ich euch doch jetzt nochmal mit. Und oh, da fällt mir schon direkt was auf. Oh, das ist sehr cool, wie das Licht hier so von der Seite reinfällt. Na, jedenfalls dachte ich mir, nehme ich euch mal mit und zeige euch noch mal ein bisschen näher meine Herangehensweise, wie ich an die Waldfotografie drangehe, gerade wenn ich das Waldstück jetzt nicht super, super gut kenne und keine Spots mir schon vorher rausgesucht habe. Ja, einfach euch das noch ein bisschen zu zeigen. Das Waldstück kennt ihr. Da habe ich letztes Jahr schon mal ein Video zugemacht mit, ja, ähnlich wie der Nebelfotografien hieß das, wo ich auch die Bildbearbeitung dann noch mitgezeigt habe. Und da dachte ich mir, da muss ich unbedingt nochmal hin, war dann im Winter nochmal da, ich glaube Ende November, Anfang Dezember letztes Jahr. Und da hatten halt die Bäume dann kein Laub mehr. Aber da bin ich dann auch ein bisschen in den Wald reingelaufen quasi und habe gemerkt, okay, das sieht so cool aus. Das könnte eigentlich sehr, sehr nice sein, wenn dann die Bäume noch Laub haben, noch Blätter haben. Und ja, jetzt stehe ich hier, wir haben den 19. Oktober und es ist noch alles ritzegrün. Und das stört mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich nämlich sowieso in meinem Portfolio mal so ein bisschen ja, grünes Laub mit Nebel haben will. Deswegen, lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir mal an und suchen das erste Motiv. Ja, das Erste, was ich eigentlich immer mache, wenn ich in einer komplett neuen Location bin, ist diese Location erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen. Also erstmal so ein bisschen den Blick schweifen lassen, die ganzen Eindrücke erstmal sammeln und sich einen Überblick verschaffen vor allen Dingen. Also was steht mir hier zur Verfügung? Mit was kann ich hier arbeiten? Und jetzt speziell bei dieser Location hier, ich bin in einem Buchenwald. In einem sehr schönen. Und wenn ich jetzt quasi einfach meinen Blick so schweifen lasse, sieht jetzt quasi das mal so als Point of View, dann fallen mir als allererstes zum Beispiel auf, dass einige Bäume diese niedrigen Äste haben. Oder der hier auch sehr, sehr schön. Das sticht mir als allererstes ins Auge. Und wo ich mir denke, das könnte auf jeden Fall auch schon ein gutes Motiv sein oder ein gutes Bild sein. Und dann versuche ich das Motiv, also das Bild richtig zu erarbeiten, also bildaufbautechnisch. Diesen einen Baum mit den Ästen, den ihr gerade gesehen habt, den jetzt irgendwie in Szene zu setzen mit anderen Bäumen. Und das dauert dann teilweise eben auch mal ein bisschen länger, bis ich den richtigen Blickwinkel gefunden habe. Und das Motiv dann eben vom Bildaufbau her so ist, dass ich sage, okay, ja, das ist jetzt etwas, das sticht direkt ins Auge und das lohnt sich aufzunehmen. So, das wäre jetzt quasi der Bildaufbau, wie ich ihn mir vorgestellt habe bei dem Motiv, was ich euch eben gesagt habe. Also wir haben hier einmal den Baum mit den niedrigen Ästen. Und ich habe jetzt versucht, mit diesem Baum hier und mit dem Baum hier ein bisschen Framing hinzubekommen. Das größte Problem, das ich mit dem Bild jetzt habe, weil an für sich gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also so dieser Part von dem Baum und dann der im Hintergrund mit dem Laub. Allerdings hat man jetzt im Bild quasi hier in diesem Bereich komplett so sogenannten Dead Space. Also da ist halt nichts. Da ist einfach nur Waldboden mit ein bisschen Laub und gar nichts. Und das, gerade weil hier auch noch das Licht von der Seite reinfällt, wirkt das halt im Bild am Ende wahrscheinlich sehr, sehr dominant und wird höchstwahrscheinlich deutlich vom Hauptmotiv, nämlich dem Baum, wie gesagt, ablenken. Ich versuche es in der Nachbearbeitung mal, ob ich da irgendwie was drehen kann, dass das nicht so krass rüberkommt. Allerdings, ja, werde ich jetzt definitiv noch ein bisschen weiter suchen, weil ich bin ja immer noch am Anfang vom Wald, also der geht ja hier runter noch ein ganzes Stück weiter.
Aber ihr seht, nicht immer das erste Motiv, das einem ins Auge fällt, ist auch gleichzeitig direkt das Motiv des Tages oder das beste Bild. Also man muss an den Bildern auf jeden Fall ein bisschen arbeiten. Und ich hoffe, dass ich gerade noch im Bild drinne bin hier. Und ja, jetzt wird es auch noch von oben nass, weil es ein bisschen windig wird. Ich gucke jetzt auf jeden Fall mal weiter. Eine weitere Sache, die man sich dann überlegen muss, wenn man vor Ort ist und ein Bild machen will, ist die Lichtsituation, mit der man natürlich im Wald insbesondere arbeiten muss, damit ein Bild dann dementsprechend auch gut aussieht und gut rüberkommt. Und insbesondere, wenn es neblig ist, muss man sich dann auch die Frage stellen, fotografiere ich gegen das Licht oder fotografiere ich mit dem Licht? Und das klingt vielleicht erstmal nicht so super krass vom Unterschied her, macht aber, wie gesagt, gerade bei Nebel doch einen Riesenunterschied. Jetzt hier beispielsweise, hier schaue ich jetzt zum Beispiel in Richtung Licht. Da vorne ist der Waldrand von diesem kleinen Waldstück, wo ich mich hier gerade befinde. Und schauen wir jetzt mal nach rechts, tiefer in den Wald hinein, guckt man jetzt quasi mit dem Licht, schon wird das Ganze weniger kontrastreich. Also hier verschwimmt eher alles. Wohingegen, wenn man gegen das Licht fotografiert, hat man diesen Glow vom Nebel und sehr starke Kontraste. Und das ist natürlich dann auch wieder extrem motivabhängig, was man fotografieren möchte. Manche Motive funktionieren dann eben besser, wenn man in das Licht fotografiert und man eher so diese harten Kontraste hat und diesen Glow haben will vom Nebel und von dem Licht einfach. Andere Motive wiederum brauchen eher so dieses Gesetztere, wenn man mit dem Licht zum Beispiel in den Wald hinein fotografiert. Und letzteres habe ich jetzt gerade von, also aktuell heute so das Gefühl, funktioniert noch nicht so gut, also mit dem Licht fotografieren quasi, weil die Blätter noch grün sind. Und dann verschwimmt eben alles und alles ist so ein Farbton, alles ist so ein Kontrastbereich. Und da hebt sich das nicht so gut ab. Das Einzige, was ist, ist das Laub auf dem Boden. Das noch von letztem Jahr liegt es ja wahrscheinlich oder muss ja. Und das ist der einzige Farbkontrast quasi. Hätten jetzt die Bäume schon ihr Herbstlaub, würde das schon wieder ganz anders aussehen, weil man dann nämlich überall im Wald diese Farbtupfer drin hat und das würde sich dann nämlich auch sehr schön abheben. Aber für mich, glaube ich, funktioniert heute tatsächlich eher gegen das Licht oder am Rande vom Licht zu fotografieren, wenn man direkt einen Lichteinfall hat quasi. Und ja, je weiter man jetzt natürlich hier runter in den Wald reingeht. Da hinten ist nochmal wie so eine Lichtung, wo auch ein bisschen Licht durchfällt, logischerweise. Je weiter man aber in den Wald reingeht, desto weniger wird das und desto dunkler wird es eben auch noch. Ja, muss ich mal schauen, was ich da jetzt noch bekomme auf jeden Fall.
So, letztes Motiv des Videos, schätze ich mal. Wir sind jetzt zeitlich an einem Punkt, wo die hohe Bewölkung, also die mittlere und hohe Bewölkung abgezogen ist und die Sonne anfängt durchzuscheinen, wie ihr es ja hier hinter mir seht. Ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann, aber es fangen jetzt schon an, sich diese tollen Sonnenstrahlen im Nebel zu bilden, weil wir jetzt quasi hier im Wald sozusagen nur Bodennebel haben. Und ja, wie gesagt, der Nebel halt quasi nur im Wald drin hängt. Und sobald die Sonne freie Bahn hat und durchscheinen kann, entstehen diese Strahlen. Und ich habe jetzt hier mein Motiv eingerichtet, ziemlich ähnlich, wie ihr es jetzt hier gerade eben auch im Video seht. Im Vordergrund ein bisschen dieser Baumstumpf und der umgefallene Baum hier mit dem Baum auf eurer rechten Seite mit dem unteren Ast in grünem Laub und der obere Ast ist sehr wahrscheinlich abgestorben und da ist schon ein bisschen orangenes Laub dran. Also hat man da auch ein bisschen Farbklecks und im Hintergrund hoffe ich dann jetzt drauf, dass eben die Sonne hier durch die Bäume durchscheint und sich dann diese Strahlen bilden und die sollten dann halt sehr, sehr cool aus der linken oberen Ecke hier ins Bild fallen und stimmungstechnisch eigentlich für ein ganz cooles Bild sorgen. Darauf warte ich jetzt. Wie gesagt, ich lasse die Kamera einfach stehen. Ich habe mein Motiv eingerichtet. Ich mache wieder eine Belichtungsreihe mit 5 unterschiedlichen Belichtungen, weil komplette Gegenlichtsituation. Da ist, wie gesagt, keine Chance, eine gute Belichtung mit einem Bild hinzubekommen. Und Polfilter habe ich übrigens noch drauf. Schon die ganze Zeit heute Morgen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Auf jeden Fall Polfilter, wenn hier alles so feucht ist und dann ist alles am Glänzen. Und ja, da kommen einfach mit Polfilter die Farben noch ein bisschen satter rüber. Und ja, ich hoffe jetzt einfach drauf, dass die Sonne so durchkommt und dass dieses Bild, was ich schon die ganze Zeit haben möchte, heute auf jeden Fall umsetzbar ist. Ja, ich glaube, mein absolutes Lieblingsbild von heute habe ich gerade off-camera gemacht, weil das ging so schnell, da hatte ich keine Chance zu filmen. Ich konnte einen Schwenk dann im Nachhinein machen, als die Bedingungen nochmal ähnlich waren. Aber zu kurz zum Bild. Wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, habe ich ja eben schon mal erklärt, wo die Sonne anfängt in den Wald reinzuscheinen, der Nebel löst sich langsam auf. Ist jetzt nur noch so ein bisschen dunstig. Und ich habe mir noch mal ein anderes Motiv gesucht, weil das mit dem Baumstamm und so weiter hat nicht so hundertprozentig funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da sind die Strahlen nicht so gut in den Vordergrund reingefallen oder im Hintergrund gewesen, besser gesagt, nicht Vordergrund, Hintergrund. Deswegen bin ich noch mal ein Stück nach vorne gelaufen und habe versucht, noch mal ein anderes Motiv zu finden. Und für 2-3 Minuten ist die Sonne dann so stark, so gut durchs Blätterdach durchgekommen, dass halt einfach diese perfekten Strahlen da waren und ich halt einfach nur die Kamera hingestellt habe und geguckt habe, okay, wie kann ich die Bäume irgendwie anordnen, dass das Bild einen Sinn hat, dass das Bild ja, nach was aussieht und nicht einfach nur irgendwie so ein Schnappschuss ist quasi. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ihr seht das Bild jetzt mal, ich blende es euch jetzt ein, wie es aussieht. Wie gesagt, komplettes Zufallsprodukt, komplett auf die Schnelle gemacht, aber von der Lichtsituation her genau das, was ich schon lange, lange im Wald mal haben wollte, mit diesen Sonnenstrahlen. Lasst mich da auf jeden Fall in den Kommentaren gerne wissen, wie euch das Bild gefällt, beziehungsweise wie euch generell das Video gefällt. Hör auf, mich zu unterbrechen, sag mal. Und wie euch auch die anderen Bilder gefallen, dann beende ich nämlich auch dieses Video mal hier an dieser Stelle. Ich gucke jetzt mal, ob die Sonne vielleicht noch einmal durchkommt, aber so wie es aussieht, also man kann ein bisschen den Himmel sehen. Und da zieht es sich jetzt gerade leider schon wieder zu. Also ich denke mal, mit direktem Sonnenlicht war es das jetzt auch. Und ich werde jetzt nach Hause fahren, was frühstücken und dann noch ein bisschen arbeiten. Ja, aber so kann ein Herbstmorgen auf jeden Fall beginnen. Und ich werde hier auf jeden Fall zu dem Wald nochmal herkommen, wenn dann Herbstlaub da ist. Weil ich habe jetzt wirklich gerade nur so an der Oberfläche gekratzt. Der geht gerade dahinter noch ein ganzes Stück weiter, wo ich auch noch überhaupt nicht war. Und ja. Dann, wie gesagt, an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.